Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich mal ausprobieren, was Leute für meinen Wolf hier traden. Ich habe ja diesen Neon-Wolf hier, der fliegen kann, der reiten kann. Und ja, mal schauen auf jeden Fall, was die Leute dafür traden. Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal in die Mitte, so fahren. Oder wir fliegen mal, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall gerne auch mal ein Abo dalassen, wenn ihr das Ganze noch nicht getan habt. Ihr könnt auch gerne noch einen Like da lassen, wenn ihr mehr von solchen Adopt-Me-Videos sehen wollt. So, ich bin mal auf jeden Fall mal gespannt, wer hier mal traden will. Ich schau mal kurz, ob meine Trade-Anfragen an sind. Nee, sind sie nicht. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Okay, sie ist, glaube ich, die erste, die hier traden will. Bin mal gespannt, gegen was sie jetzt unseren Wolf hier traden will. Aber gut, sie will nicht ernsthaft gegen den Panda traden. Ist das ihr Ernst? Der Panda kann noch nicht mal reiten und noch nicht mal fliegen. Die wollte den einfach dagegen traden. Einfach nur, weil er Ultra vielleicht war. Will sie hier mal tauschen? Bin mal gespannt, gegen was sie jetzt tauschen will. Ist das ihr Ernst? Also, ich will ja nichts sagen. So, aber die Pets habe ich ja alle schon selber. Deswegen ergibt das halt gar keinen Sinn. Und die Pets sind auch keine guten. Das sind ja einfach nur häufige gewesen und ein ungewöhnliches. Ich schau mal vielleicht, was sie hier dagegen traden will. Gibt es auch wirklich niemanden, der hier was Gutes traden will, oder? Ja, sie hat gleich abgelehnt. Sie hat schon gemerkt, der Wolf ist so gut. Ach, sie will den normalen Wolf. Hätte noch einen anderen. Wir mal schauen, was tradet sie gegen diesen Dreiecks-Wolf. Ja, das Problem ist halt, ich habe die ganzen Pets halt schon. Aber ich glaube, es wird sich trotzdem nicht lohnen, prozentual. Das würde sich einfach nicht lohnen, so. Ich schreibe einfach mal sorry. Mal schauen, was sie hier traden will. Vielleicht tradet sie ja mal was Gutes gegen unseren Wolf. Die Sachen sind vielleicht noch nicht mal so schlecht, aber es kommt alles trotzdem nicht an den Wolf halt dran, so. Ich finde es trotzdem nicht gut genug. Man hat zwar ein bisschen was Legendäres, man hat ein bisschen was hier vom Ultra, aber es lohnt sich trotzdem nicht, sorry. Das ist auf jeden Fall noch ein Fossil-Egg. Okay, cool, auf jeden Fall. Ich schreibe die nicht ernsthaft. Es soll für ihre beste Freundin sein. Und dann hier ist im Krankenhaus. Und dann soll ich ihr dafür den Wolf geben. Falls sie wirklich im Krankenhaus sein sollte, tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich kann ihr doch nicht einfach mal einen Wolf dafür geben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Deswegen, sorry einfach. So, und abschicken. Ja, das Problem ist halt einfach wirklich, ich kann ihr wirklich nicht meinen Wolf geben für jemanden, der im Krankenhaus liegt. Auch wenn sie es für ihre beste Freundin haben will. Aber trotzdem. Die hat mir ja auch nichts Gutes gegeben zum Traden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie mich einfach nur über den Tisch ziehen will. Aber wir schauen noch ein bisschen weiter. Ich hätte gesagt, wir traden mal mit ihr hier. Vielleicht tradet sie was Gutes. Wir müssen übrigens mal mit unserem Wolf duschen oder so. Gut, alles klar. Sie hat wahrscheinlich gar keine Lust zu traden. Haben wir mit dir schon getradet? Ich glaube noch nicht. Da trade ich mal mit dir. Es sind hier auch in der Lobby sehr wenig Leute irgendwie. Also muss ich echt sagen. Ach, jetzt. Gut, alles klar. Mal schauen, was die gegen den Wolf tradet. Aber hatten wir die nicht schon mal? Sie will jetzt ernsthaft ein Mammut traden, was fliegen und reiten kann, gegen den Wolf, was ungewöhnlich ist. Und das ist ein seltenes Pet. Ich wollte es bloß sagen, aber Neon ist das auch noch. Also das ist ja sowas von ein schlechter Tausch. Oder Trade eher gesagt. Ich habe irgendwie schon gehofft, dass irgendwie bessere Tauschangebote kommen, als dass da jetzt wirklich nur so wenig kommt. Also ein seltenes Pet gegen ein ungewöhnliches, was noch nicht mal die gleichen Fähigkeiten hat. Ergibt ja mal null Sinn irgendwie. Aber ja, gut. Ich hätte gesagt, wir schauen mal kurz. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo nochmal ein paar Leute. Hier, die könnten auf jeden Fall vielleicht was zum Traden. Aber das ist doch, glaube ich, die, die wir die ganze Zeit davor hatten. Dann suchen wir am besten mal weiter. Und muss mal kurz schauen. Es sind hier noch ein paar andere, die wir noch nicht hatten. Haben wir hier noch mit jemandem noch nicht getradet oder so? Ich glaube, wir haben momentan schon mit jedem getradet. Wir schauen mal vielleicht drüben beim Spielplatz. Hier, wir fragen sie hier mal. So, traden. Mal schauen. Vielleicht tradet sie ja was Gutes. Also ich werde logischerweise heute meinen Wolf eh nicht vertraden, aber ich will halt mal schauen, was die ganzen Leute dafür traden wollen. Also denkt jetzt nicht, ich tue meinen Wolf weggeben. So, das ist so halt eh legendär. Also für mich so halt, weil ich finde halt wirklich richtig cool. Ich muss trotzdem mit dir mal duschen gehen, so. Aber ja. Er will sie jetzt hier mal traden, oder? Jetzt haben die Leute alle keine Lust mehr zu traden, oder was? Hier, was mit dir? Willst du mal ein bisschen traden? Ja, sie nimmt wenigstens an. Mal schauen, was sie dafür zu bieten hat. Ob sich das Ganze lohnen würde. Gut, es ist legendär, okay, aber es ist halt nur reitend. Und das andere ist halt fliegend, nähern und reitend, so. Also lohnen tut sich das Ganze nicht, sorry. Aber ich muss echt sagen, bin eigentlich auf der einen Seite schon sehr enttäuscht, weil ich habe irgendwie schon gedacht, manche Leute würden schon ein bisschen mehr traden, so. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Wolf ist halt jetzt, gut, er ist nicht das beste Pet, aber er hat halt Neon liegend und du kannst damit auch reiten. Er hat sogar noch diese Flügel hinten drauf, also die haben ja auch nochmal separat Adopt Me Euro oder so gekostet. Ich weiß ja gar nicht, oder wann
Waren das Robux? Nee, Robux waren das nicht. Waren diese Dollar in Adopt Me. Auf jeden Fall hat es ja auch nochmal separat Geld gekostet. Und wenn man sich das Ganze mal vorstellt, und da gibt es manche Leute, die einfach dafür häufige Pets traden wollen. So Leute, ich habe jetzt kurz die Lobby gewechselt und ja, wir gehen wieder in die Mitte und hoffen, dass wir jetzt bessere Leute finden, die bessere Trade-Anfragen machen, als die Leute, die wir davor hatten. Wir werden hier sie gleich mal fragen. Sie ist auf jeden Fall TikToker, okay, gut zu wissen. Ich trade sie mal, sie ist einfach aus dem Spiel rausgegangen. So, fragen wir ihn mal. Na gut, jetzt habe ich irgendwie zwei Anfragen. Ich lehne erstmal die eine ab, ich tue ihm mal meinen Wolf wieder rein, mal schauen, was er mir jetzt dafür geben will. Er will mir jetzt nicht ernsthaft zwei häufige Herzen geben und einen Hund. Bin mal gespannt, ob er jetzt akzeptiert. Aber das wäre wirklich sehr unfair. Gut, wir lehnen auf jeden Fall ab. Nehmen wir sie hier mal an. Mal schauen, ob sie gegen den Wolf traden tut. Aber sie hat ihn reitend, okay. Gut, das wäre halt auch. Also ich muss wirklich sagen, das wäre ein gutes Pet gewesen. Aber ja gut. Mal schauen auf jeden Fall, was er jetzt hier traden wird. Also hier läuft schon auf jeden Fall besser als in der anderen Lobby. Ich sag's euch. Okay, sie hier möchte auf jeden Fall traden. Mal schauen, was sie jetzt rein tut. Ja gut, sie hat den Delfin auf jeden Fall reingetan. Der Delfin, muss ich sagen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, die Seepferdchen, ich weiß nicht, das lohnt sich nicht. Gut, es ist ein nicht schlechter Trade. Sie tut hier auf jeden Fall sehr vieles rein, was gut ist, muss ich echt sagen. Nee, sorry. Aber es war, glaube ich, bis jetzt der beste Trade. Maximal. Vielleicht hat sie ein gutes Pet. Nehme an. Ach, sie ist gerade in einem Trade drin. Okay, da muss ich kurz warten. Es sind hier wahrscheinlich sehr viele gerade in den Trade drin. Dann gehe ich hier mal hin. Hier, du bist in keinem Trade drin. Ja, sie hat geöffnet. Mal schauen, was sie reinigt gegen den Wolf. Gar nichts. Sie will einfach, dass ich ihr den schenke. Alles klar. Läuft doch. Ja gut, das ist ja dann, also ich muss wirklich sagen, wenn man wirklich gar nichts reinlegt, dann ist das wirklich schon sehr unverschämt. Also das ist sogar noch unverschämter, als wenn man ein häufiges Pet da reinlegt. Mit dir habe ich auch noch nicht getradet. Bleib stehen. Hey, ja, bleib stehen. Will mir wieder traden. Mal schauen, ob sie annimmt. Nimmst du an? Alles klar. Sie nimmt nicht an. Dann schauen wir mal kurz, ob wir noch jemand... Ah, jetzt. Jetzt hat irgendjemand angenommen. Ach, das war wahrscheinlich sie. Hä, will sie das ernsthaft gegen den Wolf tauschen? Das wäre ja komplett geiler Trade gewesen. Ey, das wäre sogar der beste Trade gewesen, den wir hier hatten. Also, das hätte ich sogar gemacht. Nein, Leute, den Wolf tue ich logischerweise nie hot traden. Der ist das beste Pet für mich in dem ganzen Game. So, er hat jetzt auf jeden Fall auch hier angenommen. Tun wir mal den Wolf reinlegen. Mal schauen, was er dagegen traden wird. Einen fliegenden Shark. Wie sieht denn ein fliegender Shark aus? Gut, er hat noch einen Reiten reingelegt. Ah, hat der Shark irgendwie im Sonderangebot, oder? Aber er hat gleich selber abgelehnt. Dann hätte ich gesagt, Leute, das war's mit der Folge. Wer auf jeden Fall Bock hat auf Teil 2, dass ich nochmal so einen Teil bringe, wie ich meinen Wolf vertrade und ob wir vielleicht noch bessere Tauschangebote bekommen, der lässt auf jeden Fall gerne noch ein Like da. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Livestream oder zu einem neuen Video. Ciao Leute, haut rein, euer Action Wolf. Ciao.